Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen zurück. Ich habe Kameras bekommen, damit wir meine Kaninchen beobachten können. Und zwar hat mir die Firma Reolink zwei Kameras gegeben. Die erste ist die Reolink Argus Echo. Da, die werden wir dann gleich auspacken. Die nächste ist die Reolink Argus 2E. Ja. Und dazu gibt es noch zwei Pakete Reolink Solarpanel. Das ist die Aufladestation, eine Solarplatte, damit die Kamera aufgeladen wird von der Sonne. Das wird dann auf dem Stall befestigt. Das werden wir dann danach sehen, wie ich das so installieren werde. Aber heute werden wir uns erstmal mit dieser beschäftigen, mit der Argus Echo. Ja. Also beide Kameras haben einen Akku drinne, weil ich das so haben wollte, weil ich hier bei den Kaninchen kein WLAN habe und deswegen habe ich mir diese ausgewählt. Ja, vielen Dank für die Firma Reolink, die Kameras mir zur Verfügung gestellt haben. Die Kameras, die sind alle unter dem Video verlinkt. Falls ihr die auch mal kaufen wollt, sind eigentlich nicht so teuer. Ist immer unterschiedlich. Und jetzt werden wir die nämlich mal auspacken, wie die überhaupt aussieht. So, haben wir mal aufgemacht. Hier ist das ganze Papierzeug drin und da befindet sich schon die Kamera. Ja. Also ich habe sie schon mal aufgehabt. Das ist die Kamera Argus Echo. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. Beide funktionieren mit WLAN, also man muss die Kamera erstmal mit dem WLAN und dem Handy verbinden. Dazu gibt es nämlich eine App. Das ist alles beschrieben, wie man das alles machen muss. Hier ist die Antenne, die schraubt man dann hier hinten dran, damit das WLAN richtig zugreifen kann auf diese Kamera. Dazu gibt es ein Kabel, damit man die Kamera aufladen kann, zum Beispiel einer Steckdose. Hier das kleine Stativ, was man an die Wand dann hängt, egal wo, man kann das auch kopfüber machen, kann das von oben drauf filmen. Dazu haben wir hier noch eine kleine Platte, damit man das an der Wand richtig montieren kann. Also richtig cool eingestellt, das werden wir dann gleich, wie gesagt, von da an sehen. Dazu Schrauben und Dübel, Und dann haben wir noch sowas, damit man die Kamera zum Beispiel an den Baum befestigen kann, wie so eine kleine Schnalle. So, da haben wir hier das kleine schlaue Büchlein. Das ist auf jeden Fall echt gut beschrieben und alles. Ich hatte ein Problem nämlich mit der Kamera, die mit dem WLAN zu verbinden. Und da steht hier, bitte beachten Sie darauf, dass diese Kamera nur 2,4 GHz WLAN unterstützt, nicht 5 GHz. Ja, falls ich das jetzt richtig ausgesprochen habe mit GHz. Mein WLAN hat beide 2,4 GHz und 5 GHz. Leider geht bei der Kamera nur 2,4 GHz. Deswegen nachschauen, wo euer Router herkommt. Meiner kommt zum Beispiel von Vodafone. Das stellt man dann alles ein, zum Beispiel mit dem PC, damit das WLAN mit 2,4 GHz geht, damit überhaupt die Kamera zugreifen kann auf die App. Die funktioniert auch ohne WLAN. Deswegen habe ich die ausgewählt, damit wir die dann beobachten können, die Kaninchen. Also immer schön in schlaue Büchlein gucken und dann funktioniert auch die Kamera. Ja, die Argus Echo hat eine Speicherkapazität von 64 GB. Das ist hier die SD-Karte von Samsung. Kann ich euch nur empfehlen. Guckt einfach bei Amazon nach. Der Link hier unten ist auch noch mal drunter. Könnt da gern drauf gehen. Und die Reolink ist ja auch bei Amazon zu kaufen oder bei reolink.com. Es gibt unterschiedliche Kameras. Ganz, ganz viele. Die haben auch andere Speicherkapazität. Manchmal 256 oder über 500 GB. Die hier, die ich besitze, hat leider nur bis 64 GB Speicherkapazität.
So, da sind wir bei Reolink Solarpanel. Ja. Bei der Solarplatte, wie immer, hier ist das schlaue Büchlein drin und da ist es nämlich schon. Hier ein Schutz und da ist schon die kleine Solarplatte mit Kabel. Ja, hier ist die kleine Solarplatte. Richtig cool. Und mit 4 Meter Kabel ist auch richtig gut. Man kann auch ein Verlängerungskabel nehmen. Da hat man es noch länger. Das steckt man dann an die Kamera dran, damit die Kamera immer komplett voll aufgeladen ist und alles filmen kann. Ja, dazu haben wir noch ein kleines Stativ, was man zum Beispiel an die Wand hängen kann oder irgendwo anders hin. Ist auf jeden Fall echt cool gemacht. Also das ist aus Eisen gemacht, kann man aufschrauben, wieder zu, kann man einstellen. Und das werden wir dann jetzt ansehen, wie das fertig aussieht. Auf jeden Fall muss ich in die Wand ein Loch reinbohren, damit ich das 4 Meter Kabel durchführen kann. Ja, anders geht es ja leider nicht. Aber das werden wir nicht in diesen Stall aufbauen, sondern hier oben bei der Trixi. Und das werden wir jetzt mal sehen. So, einige Zeit später, die Kamera ist befestigt. Und zwar da oben ist sie. Hab eine Weile gebraucht. Da sieht man nochmal die Marke Reolink. So sieht's aus. Das Kabel musste ich durch die Wand führen. Also musste ich ein Loch bohren. So ist es angebracht. Man kann sie nochmal anders anbringen. Zum Beispiel mache ich jetzt die da an die Wand. Dann hängt sie noch ein Stückchen höher. So sieht's aus. Es ist ein roter Punkt. Ich weiß jetzt nicht, ob die filmt, weil ich habe gelesen im Büchlein, dass das blaue Licht aktiviert heißt. Jetzt ist schon wieder nichts, kein Punkt, keine Ahnung, ob es filmt. So, gehen wir mal hier rum, wie es aussieht. Hier musste ich durchbohren und das Kabel führt hier hoch zu dem Solarpanel. Da ist es. Ja, habe ich jetzt erstmal nur provisorisch hier dran gemacht. Das wird noch mal woanders lang gemacht. Man sieht ja hier noch Haufen Kabel, also 4 Meter Kabel. Das kann man sehr weit nach oben hängen. Auf jeden Fall kann man das auch drehen und alles. Hat man ja hier. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. Auf jeden Fall muss man das in die Sonne leiten. Deswegen muss ich das nochmal woanders hinstellen. Wie gesagt, das ist jetzt nur provisorisch. Gehen wir nochmal hier lang. Jo, musste ich durchbohren. Und da, hier sieht man es. Grün bedeutet, dass er geladen wird von dem Solarpanel. Und dann wird die Trixi gefilmt. Cool, oder? So sieht es nochmal aus. Schärfer. So, da bin ich mal gespannt, ob die Kamera gefilmt hat. Alles auch in der Nacht. Ja. Tja, mal sehen. Ansonsten müssen wir das die paar Tage nochmal verschieben und ausprobieren. Und da sind wir schon. Sieht das nicht cool aus? Hier sieht man die Trixi in der Nacht 19.46 Uhr. Man kann auf jeden Fall die Zeit irgendwo hier ins Bild verschieben. Ich habe es ganz unten mittig gemacht. Dann haben wir links der Kameraname Argus Echo und links oben ist dann die Firma Reolink. Ich habe auf jeden Fall mehrere Tage hier rumprobiert. Hier sehen wir es gerade am helllichten Tag. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr schöne Auflösung. Die Kamera hat hier 1080p, also die höchste Auflösung von dieser Kamera. Hier ist es wieder abends, 20.11 Uhr. Hier guckt die Trixi gerade unter dem Brett irgendwas. Die war nämlich scheinschwanger und hat ein Nest gebaut. Hier hat sie es leider wieder kaputt getrampelt. Jetzt wird sie nach oben springen. Die Kamera hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Bin echt mega zufrieden. Wir werden noch viel mehr Szenen sehen dann gleich, was die Trixi hier im Stall alles so anstellt. Links unten
sieht man ja den Namen von der Kamera, Argus Echo. Das kann man zum Beispiel selber umbenennen, zum Beispiel Trixi Stall oder Garage oder Carport, alles Mögliche, damit man weiß, ja, wo die Kamera gerade filmt. Was ich mir vom Hersteller sehr wünsche, ist, dass man die Schrift ändern kann, zum Beispiel die Schriftart, die Schriftfarbe oder einen Hintergrund. Ja, das kann man leider nie machen und wäre echt cool, wenn das irgendwann mal rauskommen würde. Vielleicht gibt das ja auch schon bei anderen Reolink-Kameras. Auf jeden Fall kann man hier richtig coole Szenen erwischen, die man überhaupt nie sieht in der Nacht. Zum Beispiel auch, wenn man jetzt Kaninchenbabys erwartet in der Nacht, kann man das alles mit dieser Kamera filmen, auch mit anderen Reolink-Kameras. Ja, bin auf jeden Fall echt mega zufrieden. Hier hat die Kamera wieder umgeschaltet auf Farbe. Da sieht man nochmal, wie schön die Farben überhaupt sind bei dieser Kamera. Und Trixi geht es auch sehr hervorragend. Hier haben wir auf jeden Fall eine coole Szene erwischt. Trixi hat gegähnt. Jetzt streckt sie sich erstmal Po nach oben. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, der Link ist unten in der Videobeschreibung, falls ihr die Kamera kaufen wollt. Auf jeden Fall lasst eine gute Bewertung da. Wiederschauen, reingehauen.